Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin Moin, Servus, Grüße und Hello und willkommen zur neuen One App a Day Folge mit einer iOS App, der App Personal Best Workouts. 14,8 MB Großsprache Englisch, erfordert iOS 16.4 oder neuer. Ihr könnt mit der Gratis-Version, weil grundsätzlich ist es gratis, einiges machen. Es gibt aber auch natürlich In-App-Käufe, sprich Abo-Pass 17,99 im Jahr oder vor 60 Euro, um alles einmalig freizuschalten. Nun ja, kann man geteilter Meinung drüber sein. Und bei 11 Gesamtbewertungen eine Durchschnitts-Sternebewertung von 4,8 von 5 Sternen. Was macht die App? Ganz einfach, ihr startet sie, ihr koppelt sie mit HealthKit, also mit Apple Health gibt da die Berechtigung frei und dann zeigt sie euch eure Workouts nochmal ein wenig anders an. Zum Beispiel, ja, was war irgendwie euer, wenn ihr jetzt Schwimmer seid, was war euer weitestes Schwimmen? Was war das schnellste Schwimmen? Genauso mit Laufen. Wie viel Energie habt ihr verbrannt, um zum Beispiel Mars-Riegel oder Snickers-Riegel oder Alt-Riegel essen zu können? Wie viele Workouts habt ihr gemacht? Welche Workouts macht ihr irgendwie hauptsächlich in den letzten 7 Tagen, in den letzten 30 Tagen und oder in den letzten 90 Tagen? Ja, beziehungsweise einiges davon kann man halt auch nur in der Pro-Variante angucken. Anderes geht dann auch mit der Gratis-Variante. Kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Braucht man das? Nicht unbedingt, aber wie gesagt, anschauen kann man sich das meiner Meinung nach auf jeden Fall. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.